Hallöchen und herzlich willkommen zu der 23. Folge von Master Exit. Yay, jetzt auch ein bisschen weniger Lags. Zum Glück, weil Monsterfalle und so ein bisschen geklärt. Diese Folge wollte ich jetzt ein bisschen Sand farmen gehen. Und zwar mache ich mir da noch eine zweite Eisenschaufel. Und dann leere dementsprechend dann auch gleich mein Inventar. Aber wir haben eben eine Living Metal Axe bekommen, was ich eigentlich relativ geil finde. Und ja, aber jetzt zuerst mal das Inventar entleeren. Einfach einmal voll entleeren. Jo. So, ich nehme ein wenig Holz mit. Eine Axt zum Notfall noch. Bogen habe ich dabei. Noch ein Stack Pfeile einfach so. Weil wir es können. Eine zweite Schaufel habe ich. Das brauche ich auch nicht, brauche ich nicht. Ich nehme echt nur das Nötigste mit. Jo. Dann hier auf der Map gucken. Was ist das hier? Okay, wir müssen etwa in diese Richtung. Kann das sein? Ja. Wir müssen ziemlich genau in diese Richtung. Essen haben wir auch dabei. Jo, das ist easy. Ich hätte jetzt auch kurz meinen Gang, also unseren Gang benutzen können, aber was soll's. So, habe ich jetzt gar einen Fallschaden von vorher bekommen? Okay, dann leckt entweder das Server oder mein Internet, ist gerade ein bisschen scheiße. Ich glaube, es liegt am Internet. Ja. Da ist noch ein bisschen Eisen, das baue ich gleich ab. Weil wenn wir schon eine Schaufel dabei haben und es droppen würde und wir es aufsammeln könnten. Das ist doch Eisen, ja, Eisen. Also es ist Gravel mit Eiseneinschlüssen eigentlich. So, das Ganze jetzt abgebaut. So, aufgesammelt auch noch. Ja, genau. Also das letzte Mal haben wir übelst, also so schnell 30 Level hinbekommen. Aber ich hätte wirklich gerne an den Timecool nochmal gerichtet, dass das Ganze ein bisschen weniger legen würde. Weil, lol. Ja, das Wasser ist nicht animiert bei mir, weil Optifine und so. Jo. Also, jetzt haben wir hier unsere Wüste. Dort ist noch eine Höhle. Gehe ich vielleicht auch noch rein. Jetzt dachte ich gerade, was ist das? What the fuck? Jo, also ich werde jetzt halt zwei Schaufeln kaputt hauen. Im Dungeon mache ich jetzt gerade keines, also nichts Dungeon mäßiges, auch keine Pyramiden, obwohl die werden wahrscheinlich sowieso schon alle fertig geraubt sein. Oh, ein Rift, aber kann mich ja am Arsch mal, weil solange es nicht bei uns im Dorf und in der Stadt ist, halt kann es mich mal. Was mich aber nicht so kann, ist, dass der Sand nicht so wirklich droppt manchmal. Und das jetzt wieder anfängt zu laggen. Ja. Also, zum Labern-Thema. Ich würde mir eigentlich gerne die Laber-Themen für das normale Let's Play aufsparen. Aber ich weiß ja nicht, ob ich hier auch ein bisschen dazu labern soll. Also wir werden jetzt einfach, ach ja, das ist, ja, das kenne ich von vom umgespielt. Das werde ich auch mitnehmen, weil mit dem Zeugs kann man dann in der Wüste Sachen anbauen. Also mit den, ich glaube, ja, mit den Water Droplets, wenn ich das richtig bei ihm verstanden habe. Jo, also weiter geht's. Hier, bisschen farmen. Ach ja, wie schön Sandfarmen. Also, vielleicht, also ich habe ja in der vorletzten Folge schon gesagt, wie ich das Haus bauen will. Und wir werden jetzt allgemein in der Stadt ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Wir haben auch jetzt in WhatsApp eine eigene Konfi mit, also unsere eigene Stadtkonfi und so weiter. Eben zum Beispiel die Monsterfalle ist auch so etwas für zusammen. Da hat der Timecool ein bisschen sozial gearbeitet.
Chocobo Farm werde ich jetzt eine bauen eben, also Chocobo Farm einen großen Stall, wo ich dann aber ebenfalls halt allgemein Chocobos züchten werde und wo ich dann die anderen bedienen können, aber bitte auch nur mit meiner Erlaubnis, weil sonst ist es ein bisschen scheiße. Und halt am besten auch nur die Chocobos nehmen, die ich doppelt habe. Weil sonst ist es ein bisschen, ja, ein bisschen behindert. Wenn mal dann ein weißes und ein schwarzes Chocobo einfach weg ist und ja. Und auch ebenfalls goldene Chocobos, nur mit meiner Erlaubnis. Weil goldene Chocobos, ja, viel Spaß, so eins zu züchten, weil Spaß schwarz-weiß und das kostet auch viel. Und mein blaues Chocobo ist irgendwie zerdrückt worden oder von einem Zombie gekillt oder von einem Teamkameraden gekillt. Ist jetzt auf jeden Fall irgendwie weggekommen. Wie, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber, ja. Es wurde wahrscheinlich von irgendwem attackiert, und zum Beispiel von einem Zombie oder so. Das heißt, ich merke mir das jetzt, dass ich hier am besten jetzt nicht in freie Wildbahn einfach rumlaufen lasse, beziehungsweise da auf Stay mache. Weil sonst kann das anscheinend relativ gefährlich werden. Okay, so. Das Sand gefahren, jetzt haben wir schon eine ganze Schaufel etwa aufgefarmt und ja. Wenn ich nicht so viel rede, ist ja immer noch im Hintergrund die Hintergrundmusik. Da könnt ihr auch mal einfach ein bisschen dazu lauschen. Die ist von DJ Rock, und zwar habe ich da genau zwei Alben mir ausgesucht. Also halt meine beiden Lieblingsalben, und zwar das neueste Album. Ich glaube, das heißt Set Me Free. So dürfte es heißen. Ja, heißen vor allem. Und dann noch das Forever Summer. Ich finde eigentlich das Forever Summer schon geiler als das Set Me Free, weil es bringt so gute Stimmung rüber. Es ist so, yay, Party, wuhu, und so Zeugs. Und ja, so halt noch was zu meiner Musik. Ich habe jetzt mir kein Thema zurechtgelegt, worüber ich labern kann und auch labern könnte, weil das hätte ich vielleicht noch machen sollen, oder mir noch einen Co-Kommentator dazu holen, aber ist ja wurscht. Wir sind schon bei 7 Minuten, yay. Und die Schaufel ist kaputt, dementsprechend gehe ich jetzt schon wieder nach Hause. Das sind relativ viele Endermänner. Ich schalte ja, warum zum Teufel ist hier ein Pinguin? Warum? Sag mir das bitte. Warum ist da ein Pinguin? Und hier ist eine Höhle. Nee, hier ist keine Höhle. Da drüben war doch noch eine Höhle irgendwo. Ach komm, ist ja wurscht. Scheiß drauf. Aber was ist das? Warum ist hier einfach Wasser? Ja, ist ja egal, aber wir haben noch 11 Eisen gefunden, so unterwegs. So easy. Okay, hier wurde anscheinend mal ein Baum gefällt, weil sonst würden hier keine Seppungs rumliegen. Und ich nehme die irgendwie nicht auf. Aloe Vera sieht. Oh man, hier kann man sich Aloe Vera Handcreme machen. Keine Ahnung. So, okay, Handcreme mit Aloe Vera. Wuhu. Hey, Party. Zelda-Gas, was irgendwie nichts droppt, wahrscheinlich wegen meinem Internet. Ja. So. Geht's weiter hier. Oh, du süße Kuh, aber ich muss dich ja nicht killen, weil mein Leder bekomme ich anders. Und zwar durch Rottenflash. Jetzt bekomme ich wahrscheinlich auch noch jetzt irgendwann dann Schaden, weil ich vorher runtergefallen bin. Ja, da war der Fallschaden. Oh man, der Server oder mein Internet leckt gerade irgendwie ein bisschen. Das ist keine Höhle, oder? Das wäre ja... Ne, oder das ist eine Höhle, die schon aufgefarmt wurde. Okay, dann geht es in mein Haus zurück. Ich baue mir gleich noch einen zweiten Ofen ganz kurz. Kurbel werde ich wohl noch haben.
Und dann kann ich kurz, ganz kurz zwei Stacks Sand durchbraten. Das wäre nämlich relativ gut. Ich habe Rechtsklick gemacht, danke. Ein Kobbel mehr. Dann gehe ich das Ganze schnell drüben in den Ofen reinlegen. Beziehungsweise ich nehme jetzt einfach nach und nach alles von drüben hier hin mit. Und jetzt fängt es wieder an zu laggen. Guck kurz F3. Ja, wieder 2000 Mobs gespawnt. Danke. Und das mit den 2000 war jetzt nicht untertrieben. Da stand 2200. Ach komm, das muss jetzt echt... Also das muss der echt noch irgendwie umbauen, weil so kann das nicht weitergehen. So kann das nicht weitergehen. Weil, ja, darum kann... Ich habe mich ja in einer Gegend verschanzt, die hoffentlich nicht so leggy ist. Hallo, spring mal, bitte. Was ist das für eine Kiste? Ach, die Kiste. Scale Boots. Goldene Äpfel, ein paar Emeralds. Aber ich rühre hier lieber nichts an, weil ich will keinen Stress mit meinen Kameraden haben. Hallo? Ich will hier... Hallo? Ich will hier durch. Ah, lol. So. Ja. Wie man sich die ganzen Rüstis craftet, muss ich natürlich auch noch nachschauen. Weil, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe, habe ich einfach keine Ahnung von Hexet oder wenig Ahnung. Aber ich habe Ahnung von Legs. Ja. So, jetzt habe ich hier noch meine Öfen. Da setze ich jetzt gleich zwei hin. In jedem noch einen Stack Charcoal. Hä? Okay, da habe ich reingetan, da wahrscheinlich dann noch nicht. Iron, Gravel, Ore, Sand und Sand. Yo. Okay, wir sind bei 12 Minuten, das ist eigentlich ganz gut, weil jetzt kann ich noch einen Clean Stone nehmen und ich glaube, ich habe schon gesagt, was ich denn brauche, und zwar brauche ich den für Stone Bricks. Stone Bricks. Und die Stone Bricks brauche ich für Treppen, ja. So, und zwar genau 40 Stück kommen jetzt hier raus. Ja, eigentlich müsste ich fast zuerst noch die zweite Etage machen. Dann kommt das hoch, dann mache ich hier noch die, ja. Ach man, das, also ich habe mir... Weiteres habe ich mir eigentlich noch nicht überlegt zu dem Haus. Ich habe mir einfach so in etwa mal alles zurechtgelegt. So, Sticks, jetzt brauche ich hier Leitern. Ja, 21 Stück werden reichen. So, Leitern hier, 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 hier und hier. Ahaha. Und eigentlich brauche ich ja eigentlich keine Falltüren. Ach, ich lasse es trotzdem mal. Ja. Als Dach werde ich jetzt aber auch nochmal das Fairlock nehmen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das ausspricht. Fair. Wie auch immer. Sehr wurscht. So, das Glas entnehmen. Daraus bekommen wir jetzt wahrscheinlich einen halben Stack Paints raus. Genau. Wow, ich kann rechnen. Glass Paints. Ich habe schon in der letzten Folge ja gesagt, wo die hinkommen. Ja, so ist gut. Ja, das sieht gut aus. Weil dann hier keine mehr. Dann hier wieder ein Dreierfenster. Also ich finde, das sieht gut aus eigentlich. Hier noch ein Dreierfenster. Da, da und... Komm schon, da, 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 da und da, hier, hier, da und da, und hier kommt keins, weil hier ist ja die Wand. Ja, natürlich, ich habe 4 Paints zu wenig. Ja. Aber das reicht.
Ich baue jetzt hier nochmal Glaspanes, damit ich hier drüben natürlich auch noch Fenster reinmachen kann, weil ja, wir werden im oberen Stock noch ein paar Fenster verbauen. Ja. So, jetzt gehen wir mal an das Dach bzw. an die zweite Etage und holen uns jetzt hier drauf. Das war jetzt sehr gescheit. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge, weil ich habe jetzt schon wieder 15 Minuten voll. Richtig produktiv bin ich heute. Das muss ich auch noch wegmachen. Jo, also ich stelle mich wieder hier auf die Crafting Bench. Ich lefte, also ich liebe. Genau so heißt ja eigentlich auf korrekt Englisch. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Folge 24. Bis dann und tschüss.